Hallo und willkommen zurück zu Living Legends Beasts of Brayman. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich wollte. Ich glaube, wir waren zum Schluss da drinnen, ne? Ich hatte eine kleine Aufnahmepause und wir können hier auch gar nichts machen, sehe ich gerade. Im Hotel und ah, es hakt. Und an einem anderen Ort, den ich jetzt nicht gesehen habe, haben wir eine Aktion, die wir durchführen können. Ist nur die Frage, welche? Es muss einen geheimen Code geben. Ja, das hatten wir ja schon gesehen. Hier fehlt uns eine Lampe. Rahmen und das Pulver. Ja, jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Das ist schön. Laternen sind sehr hilfreich im Dunkeln. Wenn man dann eine hätte. Okay, gut. Dann schauen wir hier nochmal. Das ist auch schon alles, was wir da machen konnten. Ah, okay. Ach, hier liegt noch ein Buch. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Hier passt ein Medaillon hin. Ah. Und da haben wir ein kleines Vögelchen. Ist das schön. Hier haben wir was zu lesen. Wenn sie mit einem besonderen Pulver gefüllt ist, kann die Bruderschaftslaterne verborgene Symbole anzeigen. Ja, das wäre doch ganz gut. Hier haben wir einen Schlüssel. Ah, this is my fault, and I'm ready to fix the damage I've done. That's why I came to help you. But as soon as you touched that doll, you were cursed. You're transforming into something else. You'll have to hurry to find the tower and your sister. But you can't get out of Bremen while the fog is here. Look, I found this. Ja, zeig mal. Ein Piepmatz. Okay, wunderbar, sehr cool, vielen Dank. Achso, nee, er wartet ja noch auf etwas. Habe ich aber noch nicht. Oh Gott, verschiebe die Vögel zum Rand der Zweige, wähle einen Vogel aus, um ihn zu bewegen. Andere Vögel bewegen sich dadurch ebenso. Ja, okay. Nehme ich mal so an. Gut, und ich glaube, wir können hier nicht wimmeln. Sammle 7 gelbe Kristalle und male sie in der Kaffeemühle. 7 gelbe Kristalle. Haben wir einen? Da haben wir noch einen. Ja, das ist unsere Laterne. Okay. Rot und Gelb ergibt Orange. Blau und Gelb ergibt Grün. Da muss ich bestimmt noch mal drauf gucken, falls ich das brauche. Ja. Grimmelchen meldet sich auch zu Wort. Zwei Kristalle fehlen noch. Das ist kein Kristall. Was haben wir denn hier noch? Wo? Hier haben wir noch. Ach. Hier gibt's Pulver. Ah. Okay, male die Kristalle in der Kaffeemühle. Habe ich gemacht. Vermische die grünen, violettfarben und orangenfarben Pulver in einer Schale voll Wasser. Als erstes sollte ich Wasser einfüllen. Der Hahn fehlt. Hier ist ein Hahn. Okay. So, warte mal, Orange ist rot und gelb. Oder wir nehmen das. Das ist auch in Ordnung. Muss das eine bestimmte Reihenfolge haben? Ich hoffe, ihr will nicht. Das geht nicht. Oh, blau und gelb ergibt grün. Warum geht das nicht? Ah, ich muss das da reintun. Okay. Auch in Ordnung. So, jetzt haben wir grün und violett. Jetzt fehlt uns nur noch orange. Und dafür brauchten wir gelb und rot.
hoffe, ich habe jetzt hier keinen Fehler gemacht. Wir haben... Achso, wir haben ja hier Orange. Brauche ich ja gar nicht mischen. Aber natürlich. So, verwende Streichhölzer, um den Brenner anzuzünden. Lege dann eine Pfanne darauf. Sind das Streichhölzer? Okay. Gib die grüne Lösung in die Pfanne, dann den Kristallstaub. Habe ich gemacht. Fülle die blaue Substanz in den Mörser und verwende den Stößel zum Zermahlen. Wo haben wir denn hier? Verwende einen Löffel, um das Laternenpulver in den Beutel zu füllen. Ja, das brauche ich doch gar nicht. Wo haben wir denn hier einen Löffel? Löffel? Ach, da ist ein Löffel. Okay. Und da haben wir das Laternenpulver. Können wir das schon reinfüllen? Nee. Gut. Hier können wir den Schlüssel verwenden. Ah, sehr gut. Ich glaube, es gibt ein paar Geheimnisse in diesem Hotel. Die Bilder sehen sehr verdächtig aus. Rosabella, okay. Ja. Ich glaube, ich bastel erstmal die... Ah, okay, hier kommt der Staub wahrscheinlich rein. Beziehungsweise das Pulver. Und da haben wir sie. Und funktioniert die Laterne. Mal sehen, ob sie Licht ins Dunkle bringt. Ah, okay. Dürfen wir basteln. Das machen wir hier hin, das machen wir da hin. Das machen wir hier hin. Guter Notizblock ist schwer zu finden, was? Ja. Oh. Hier können wir irgendwas machen. Verwirrung. Heißluftballon, Schneeflocke, Schriftrolle, Kreuz, Karte, Schlüssel, Schwert, Spinne, Krone, ein Schuh, Feder. Okay, eine Feder habe ich gefunden. Hahn und ein Hase. Ah, okay, ich verstehe. Das finde ich cool. Man muss sie also erstmal zusammensetzen. Kleine Krümel hat auch was dazu zu sagen. Scheint nicht wirklich etwas zu sein. Warte, was suchen wir da noch? Ein Heißluftballon. Oh, Schwert haben wir hier. Hier haben wir den Heißluftballon. Und eine Spinne haben wir da. Okay. Aha. Eine Kreuzkarte war das. Sehr schön. Das hier bringt uns irgendwie so gar nicht weiter.
Nicht wirklich. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier, warte mal. Die Schriftrolle. Krone. Okay, aber schöne Idee, ist auf jeden Fall mal was anderes. Schneeflocker. Haben wir hier. Schlüssel und ein Schuh. Ein Schuh brauchen wir im Nu. Ah, da ist der Schlüssel. Okay, wo kriege ich jetzt einen Schuh her? Ich habe noch gar keinen Schuh gesehen. Da ist die Rose, aber eine Rose brauchen wir nicht. Das ist ein Krug, Musiknote. Warte mal. Nee, der Schuh ist hier unten, glaube ich. Da. Hundemaske, die war hier. Ja, okay. Ah, okay, das kann ich abreißen. Sehr schön. Das ist ein Code. Gehört das hier vielleicht hin? Kann ich da jetzt schon was machen? Tatsächlich. Ist noch die Frage, was ich machen soll. Ah ja, okay. So, das Huhn kommt auf die 8. Katze weiß ich gerade noch nicht. Und dann haben wir hier noch Musiker. Der Flötenmann kommt hier hin. Du kommst auf die 4. Er steht richtig. Und was haben wir hier noch? Die Katze ist noch offen. Ein weiteres Geheimzimmer. Okay. Oh. Es ist dunkel. Da ist eine Lampe. Hier haben wir einen Schlüssel, sehe ich schon. Nun kann ich den Raum durchsuchen. Das ist aber sehr safe. Okay. Ich sollte das reparieren. Wie mache ich das denn? Habe ich denn hier noch was? Nee, das ist eine Waagschale. Die Familie von jemandem, was ihnen wohl zugestoßen ist, war das nicht, ja, aus unserem letzten Teil? Den ist das so schnell weggemacht, ne? So, ich glaube, das bekommt der Herr da draußen, damit der Nebel endlich verschwindet. Bitteschön. Yay. Mhm. War die nicht hin? Das ist die Puppe, die mich verflucht hat. Sie rennt weg. Okay, das ist knuffig. So, jetzt können wir hier auch nach Gegenständen suchen. Ich glaube, wir hatten hier aber noch einen, ne? Wir gucken uns hier allgemein erstmal um. Gratiszeitung. Aha, die Zeitung ist gratis, aber der Griff ist verschwunden. Ja, so kann man das auch machen. Auch nicht schlecht. Okay. Was haben wir denn hier sonst noch? Haben wir denn hier noch irgendwo ein Objekt? Gericht? Warte. Jemand hat seine Handtasche verloren, aber ich komme nicht heran. Ja, das wird wohl auch erstmal nichts. Denn so habe ich da gerade keine Idee zu. Ja, da haben wir ein Band. Hier können wir durch. Nein, der Metallhandschuh. Was ist das? Schnallenteil. Okay. Gehen erstmal hier durch. Oh. Da war Rosabella. Aber wo ist sie hingegangen?
Tasche. Was ist das hier? Eine Werkzeugtasche. Ah, da haben wir auch noch nichts für. Aber vielleicht können wir mit dem Rad hier aushelfen. Was soll ich noch machen? Hier ist Hebelwirkung gefragt. Ja. Wirklich ulkig. Habe ich nicht. Kann ich nicht. Geht nicht. Goody, hier fehlt uns ein Emblem. Diesen Block habe ich auch gerade keine Idee zu. Ich glaube, an die Tasche kommen wir so nicht ran. Gut. Oh, irgendwas können wir da aber noch machen. Ich brauche mehr Pulver, wenn ich die Laterne noch einmal verwenden möchte. Okay. Kann ich an dieselbe Stelle zurück? Nee, nicht wirklich. Hebelwirkung ist gefragt. Oh, da haben wir noch etwas. Oh, Korkenzieher. Fleur-de-Lis, Armreif, Schwert, Glocke, eine Libelle, Münze, Löffel, Schiff, Kelch, Sattel und einen Apfel. Hier haben wir eine Hälfte. Ach, so. Ah, dich kann man ja drehen. Das ist toll. Hier haben wir die Libelle. Wie habe ich ihn denn jetzt gedreht? Ah, da ist ein Knöpfchen. Okay, alles klar. Hier haben wir eine Glocke. Was noch? Korkenzieher, Münze. Hier haben wir die Münze. Ah, der Sattel. Siegnote brauchen wir nicht, ne? Nee. Wird hier denn noch irgendwas... Nee, offenbart sich gar nichts. Was ist das? Da ist der Löffel. Hier ist der Korkenzieher. Nehme ich an. Und dann brauchen wir noch ein Schiff. Oh, der Kelch steckt in den Ranken fest. Ah, dafür ist das gedacht. Okay, gut. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Schiff. Und das haben wir hier. Ein altes Schwert. Der Weg ist frei. Wunderbar. Er spielt fröhlich weiter. Ja, soll er mal machen. Dann sehe ich mehr. Der Hauptplatz von Bremen. Guck mal, der Roland. Sehr schön. Also sehr schön nachgestellt. Oh, hier haben wir einmal eine Puppe und ein Schwert. Quatsch, ein Schild. So, ich quatsch erstmal mit ihm. Your sister and the dolls left Bremen for the tower. The mistress called for them. When I got lost in the swamps, I was able to find my way. I can help you get to the tower. If I had a map, I could easily show you the path. But you cannot get there on foot. Take this. It'll be much faster. Ja, vielen Dank. Was hat er mir dann gegeben? Aha. Ja, mit dem Ballon bin ich viel schneller, auf jeden Fall. Okay. Halluziniere ich? Okay. Ich muss erst einmal bezahlen, bevor ich Katz und Maus spielen kann. Wie praktisch ein Katzenspielzeugautomat. So. So war das. Okay. Ich habe, glaube ich, nichts zum Bezahlen, behaupte ich. Ne, das ist die einzige Szene hier, wie mir scheint. Bremen aus der Luft erkunden. Ja. Ah, hier, guck mal, ich hab was für dich. Da. Wunderbar. Na, Miezekätzchen? Was habe ich denn da? Ah, ja, das ist gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Wie wär's mit einem Spielzeug? Ja, kann ich leider gerade nicht. Aber ein Deckel fehlt.
Wallhammer. Wahrscheinlich könnte ich diesen Nagel verwenden, wenn ich den perfekten Hammer hätte. Wieso? Ich habe doch einen Hammer. Und einen Griff haben wir auch nicht. Nun gut, Apotheker. Nur Glas steht zwischen mir und dieser Säure. Ach so, okay. Das Schwert ist so alt, dass es zusammengerostet ist. Aha. Wieso habe ich gar nicht reingeguckt? Kannst du da nicht mit dem Hammer draufhauen? Doch, kannst du. Das wollte ich nämlich eigentlich. So, haben wir hier sonst noch etwas? Ich muss das Seil zerschneiden. Ja, mit zerschneiden wird wohl erstmal nichts, weil das Schwert können wir nicht benutzen. Das ist ja doof. Ich habe leider auch kein Geld, um der Katze etwas zu kaufen. Nicht? Miezekätzchen. Gut. Nee, komme ich nicht ran. Keine Chance. Okay, gut. Dann würde ich sagen, werde ich den Part hier jetzt erstmal beenden und wir schauen dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Wie wir das kleine Kätzchen da wegkriegen. Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.